Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach. Wir spielen gegen Unodel, Unudel, ne, irgendwie so. 43 auf jeden Fall. So. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung, wie man das spielt. Ich werde einfach mal rausnehmen. Schon wieder! Genauso wie im letzten Part. Nur letztes Mal war Springer A3. Kriegen einiges an Entwicklungsvorsprung. Lange Rochade, okay. So, okay. Springer E4 hätte ich. Spielen wir das mal. Bisschen was abzutauschen. Oder komplettes Läuferpaar zu bekommen, wenn er Läufer E7 spielt. Turm C1 ist ein Zug. Ja, kommen wir uns Läuferpaar. Ich bin Dame B3, denke ich. Für E3 werde ich gleich noch spielen, um wieder komplett auf den Damenflügel zu gucken. Das dachte ich mir schon, dass der das spielt. Ich werde rochieren. Dame C6 hat er natürlich, König B1. Ja. Rausnehmen kann er nicht wegen Dame B7 matt. Kann immer noch nicht rausnehmen, weil die Dame gefesselt ist. Turm C1 ist, kommt gleich. Vielleicht will er Dame B6 spielen. Dann habe ich aber Dame F7. Hätte sogar Dame A3, Graf E7 an. Vielleicht gefällt mir Dame A3 sogar besser, weil ich dann Läufer E3 drohe. Wenn der Dame A3 Turm E8 Läufer E3 ist schon unangenehm. Ja, okay, Dame A3 oder Dame F7, Dame A3 ist glaube ich besser. Er greift auch F2 an, aber mit Dame A3 unterbinde ich das. Er hat Springer D5, natürlich. Springer D5 schlage ich E4. Da, wenn er einen Springer wieder nimmt, nehme ich nochmal. Ja, Läufer E3 habe ich nicht so. Schlecht, schlecht, Läufer schlecht, Springer schlecht, Läufer schlecht, Turm schlecht. Nehmen wir den erstmal einmal raus. So. Gar nicht so einfach, den Zug zu finden. Er droht zu F2 rauszunehmen, er möchte F2 nicht decken. Ich würde gerne Läufer E3 spielen. Vielleicht war Dame F7 doch besser. Mit Läufer H4. Komme ich aber nicht mehr nach E3.
Ich bin einfach Bauer E3. Dann schwäche ich mir. Ach egal, komm. Ich bin Bauer E3, ich weiß auch nicht. Ich schwäche mir zwar jetzt richtig D3, aber wegen Springer B4 und solchen Geschichten, die jetzt kommen können. Ja, im Moment noch nicht, weil ich dann E4 kriege. Hätte vielleicht auch einfach F6 rausnehmen sollen und dann Springer F6 und dann. Ne, hätte mir auch nichts gebracht. Das wäre auch blöd gewesen. Ich möchte meinen Läuferpaar nicht so einfach aufgeben. Okay, werde ich auf jeden Fall Läufer. Einfach H4 muss ich, glaube ich, spielen. G5, Läufer G3. Ja, komm. Guck ich wenigstens noch C7. Okay, er spielt Springer B4. Wenn ich jetzt Turm C1 spiele, dann muss er erstmal nachlegen. Ich kann auch erstmal einen tauschen und dann. Jetzt, wenn ich direkt Läufer C7 spiele. Ach, dann kann er einen König nehmen. Oh. Natürlich so ein Salalazuch. Turm C4. Greife ich B4 und E4 an. Und ich drohe Turm C1. Er kann auch nicht Springer D3 spielen wegen Läufer E4, Springer E4, Dame D3. Ach Quatsch, Läufer E4, Springer E4, Turm E4 einfach. Braucht den D3, ist ja gedeckt durch den Turm. Oh, spielt er. Ich hätte auch Läufer E5 gehabt nach Springer B4, das wäre bestimmt auch interessant geworden. Catchen wir uns den Bauern. Turm D1 im nächsten Zug. Ah, okay, jetzt nicht. H5 ist vielleicht ein guter Zug für ihn. Dann muss man Läufer da wegkriegen. Ein Turm auf G1, der kommt gar nicht mehr ins Spiel jetzt. Okay, H5 ist so ein Nichtszug, der bringt ihm nicht viel weiter. So, jetzt drohe ich wieder C7 und H8. Dame H8 ist eine starke Drohung. Muss wahrscheinlich Springer D5 spielen. Ah, ich Idiot! Ah. König.
Ja, billig auf Zeit gewonnen, aber. Oh, da habe ich ja richtig geblandert. Dame C3, ey, was für ein Scheißzug. Ich kann Dame B3 spielen. Okay, wieder gleiche, also so eine ähnliche Stellung wie im letzten Part. Ja, E4 muss er spielen, weil sonst hat er hier ganz schön Probleme. Anders kann er das, glaube ich, gar nicht decken. Sprung C6 ist ein Scheißzug. Dame A3, für Dame A7 ist, glaube ich, viel besser. Alleine wenn sowas kommt hier. Rausnehmen, rausnehmen. Kann ich ja schon hier nehmen. Oder? Ah ne, der Läufer deckt. Kann er irgendwie noch anders spielen, Turm schlägt, einen Springer nimmt. Also kann er vielleicht noch spielen. Ah, ist jetzt da. Ja, das ist auf jeden Fall viel besser. Okay, wenn er den spielt, kann ich G7 nehmen, mindestens. Oder auch wieder hier rausnehmen, dann drücke ich Turm D8. Mal, er macht das und seinen König nehmen. Boah. Ich muss es ein Knockout geben. Ich sehe es noch nicht. Kann einfach Läufer E4 spielen. Sollte auch locker gewonnen sein. Die Dame A3 war natürlich super optimal und E3 erst recht. Ich wusste einfach nicht, was ich hier noch machen sollte. Eine Option war es natürlich so zu spielen. Springer F6. Ja, und dann E3 ist auch komisch. Aber jetzt kann er nicht mehr so leicht weggehen, weil E4 die ganze Zeit hängt. Hier bin ich besser, aber. Hätte ich, glaube ich, den spielen müssen. Oder? Dann ist wieder Dame D1 matt. Okay, was soll ich sonst spielen? Was interessant wäre, wenn die Dame jetzt woanders stehen würde. Das wäre richtig lustig. Dieser hier. Aber die Dame deckt noch. Deswegen geht das leider nicht. Sehen wir einfach den Spiel. Wahrscheinlich ist der sogar der Beste. Jetzt drohe ich C7. Er kann nicht Springer D3 spielen, weil ich dann auf C7 reinklatsche. Heißt, er muss wahrscheinlich den spielen. Dann ist schon vorbei. Ja, es sieht ganz gruselig aus jetzt für ihn. Er kann immer noch C6 spielen irgendwann, aber. Naja, er schwächt sich nur.
Dann noch den spielen. Ah, dann kann ich. Ah, nee. Wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir hin? Hier hin? Nee, nach E6. Ja, aber bringt mich auch nicht für weit. Ich kann jetzt H6 nehmen, aber ich weiß nicht. Also ich habe zumindest eine Zugwiederholung, außer er will die Damen tauschen. Oh, Moment mal. Ach, Turm D7, kann ich einfach D2 nehmen. Ja, sehr interessant. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.